Erstmal gibt es eine scheinbar banale, aber unheimlich wichtige Rolle, die alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, haben, aber vor allem auch Ärztinnen und Ärzte und Apothekerinnen und Apotheker, nämlich die ganz einfache Situation, der Patient kommt und fragt, soll ich mich impfen lassen? Und wenn dann der Apotheker sagt, weiß nicht oder besser nicht oder vielleicht nicht als erstes, vielleicht mal erstmal gucken oder der Arzt sagt sowas, dann hat das eine enorme Wirkung, die man gar nicht über- oder unterschätzen kann, je nachdem, wie man sieht, auf die Impfbereitschaft. Also die Frage sozusagen, wie wird in Apotheken auf das Thema reagiert, wie wird damit umgegangen, wie wird Stimmung oder Nichtstimmung oder Gegenstimmung dazu gemacht, hat einen riesen Einfluss. Da bin ich mir sehr, sehr sicher auf die Impfbereitschaft generell. Wir werden jetzt morgen mit den Ärztinnen und Ärzten auch nochmal eine Diskussionsrunde machen, um da Offenheit zu befördern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir das mit den Apothekern einfach auch nochmal machen. Einerseits fachlich, dass man da informiert, aber auch andersrum einfach zu werben, dass wir da eine positive Grundstimmung zu dieser, ich habe die Tage gesagt, Impfen ist Fortschritt, zu dieser Errungenschaft der Menschheit haben. Ich mich aufregen könnte über den. Ich mach's nicht, ich bleib cool. Alles gut. Okay, ich entspanne mich. Ich will das hier auch mal ganz deutlich sagen. Also ich habe kein Verständnis dafür, wenn Naturwissenschaftler wie Apotheker das sind, so eine diffuse Sorge vor diesen Impfstoffen verbreiten. Das ist ohnehin weit verbreitet leider, also gerade diese jetzt bald zur Verfügung stehenden mRNA-Impfstoffe. Das ist ein hochinteressantes und wissenschaftlich und auch medizinisch total spannendes neues Prinzip, was für ganz, ganz viele Chancen zukünftig auch bei der Entwicklung neuer Arzneimittel sorgen wird. Und wir zerreden das, weil irgendwelche Leute sagen, oh, könnte sein, es wird in mein Genom eingebaut oder irgend so ein Blödsinn. Also ich erwarte von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich fürs Impfen einsetzen, dass sie klar machen, hier gibt es eine Rationale für die Impfung und hier gibt es ein Maß an Sicherheit. Sorry Leute, ich bin all over the place. Ich musste auch ehrlich mir ein Glas Wein machen, weil einfach ich Anxiety kriege bei diesem Thema. Da erwarten wir natürlich aber auch, dass die Zulassungsbehörden dann die entsprechenden Informationen auch zur Verfügung stellen, dass man das beurteilen kann, dass wir uns dafür einsetzen, dass diese Impfquote erreicht wird. Das tun wir bei der Grippe jetzt auch und das werden wir auch bei Covid tun, weil das ist die einzige Chance, davon bin ich fest überzeugt, aus dieser Situation in absehbarer Zeit rauszukommen. Und wir haben diese Chance und ich finde es schon mal unglaublich, dass es gelungen ist, durch diese gemeinsame Anstrengung von öffentlicher Hand und pharmazeutischer Industrie so schnell ein Produkt zur Marktreife zu bringen, wie das bei diesen Covid-Impfstoffen jetzt gelungen ist. Das ist auch ein Beispiel für ganz viele andere Fragen therapeutisch, wo wir im Moment nicht weiterkommen. Ja. Deine Mutter hat angerufen, sie schämt sich für dich. Das ist auch was, was uns in Deutschland mal stolz machen darf. Ja. Wenn der erste Test, PCR, wurde am 8. Januar in Deutschland entwickelt, auf SARS-CoV-2. Und der erste Weg raus, also der erste Impfstoff, kommt auch aus Deutschland. Da mag man sich jetzt in Großbritannien feiern, verschiedentlich, ist ja okay, aber jedenfalls der Impfstoff wurde in Deutschland entwickelt. Und mich macht das jedenfalls auch schon stolz, dass diese zwei Wegmarken und dazwischen gibt es auch noch ein paar, eben vor allem auch mit deutscher Wissenschaft. So, das war auch schon der Ausflug in die dunkelsten Tiefen des Internets. Und ich möchte unterm Strich allen Hatern da draußen sagen, dass ihr der Grund seid, warum wir Frauen raus und auf die Straße gehen sollten und wirklich Leuten so aggressiv unsere Fotze auf die Nase winden sollten, weil sonst diese Welt es niemals verstehen wird.